Promi-Geflüster mal wieder beim Dreh zu Leibli und Frisch. Gerade haben wir Drehpause und ich treffe gerade den Walter Leibli, also Winfried Wagner, in der Person von Walter Leibli. Walter Leibli, ja. Du spielst den Bäcker? Jawohl, irgendwas mit Asset war klar, weil das ist authentisch von der Figur her. Mhm. Das war schon wichtig. Passt, gell? Passt ja. Ganz gut dazu. Also mickriges Männle, gell? Das kann man nicht brauchen. Richtig. Wer Winfried Wagner vielleicht noch kennt von meinen Zuschauern aus dem schwäbischen Bereich, sage ich jetzt mal, du bist bekannt gewesen auch für schwäbische Bücher, warst Autor. Ja. In den 80er Jahren, glaube ich, auch Ansager beim SDR, muss man dazu sagen, SDR Fernsehen. SDR, ja, Fernsehen, ja, Abendfernsehen moderiert und auch die Show Stuttgarter Nachmittag bundesweit. Mhm. Ja, und auch eine viel Hörfunkserie geschrieben. Ich bin jeden Samstag in, früher hat es Dampfradio geheißen und dann ist es Englisch geworden und hat es Weekend Radio geheißen. Okay. Und da kam jeden Samstag immer Punkt zwei Nachrichten, dann eine Musik und dann ist immer irgendeine Geschichte von mir gekommen. Mhm. Über viele Jahre hinweg. Und das Highlight war mein Schneewittli. Immer, das ist immer an jedem Samstag vorm Heiligen Abend gekommen. Mhm. Das war schon Tradition und da gab es ja hohe Zuschriften. Mhm. Insgesamt, ja, also da ist schon einiges gelaufen. Einiges gelaufen. Wie kam es jetzt zur Schauspielerei? Machst du das auch schon länger? Nein, eigentlich nicht. Man hat den Pilotfilm gedreht und da hat der Frieder Schäfele angerufen, ob ich das gerne machen würde. Und natürlich, ich habe ja Bühnenerfahrung über 30 Jahre, über 3000 Bühnenauftritte. Klar, man hat auch Mimik drauf, aber im Ensemble-Spiel ist doch eine ganz andere Dimension und ist hochinteressant, aber es ist auch, sagen wir mal, sehr anstrengend, gell? Weil da, man muss morgens sehr bald aufstehen und man hat manchmal bis zu 14 Stunden Drehzeit und eine halbe Stunde Mittag, muss morgens bald raus und ich habe manchmal abends auch noch Auftritt. Da ist eine herbe Geschichte. Gell? Mhm. Also das Geld ist wirklich sauer verdient, das muss man sagen. Okay. Gegen meine Auftritte. Mhm. Und das Brötchenbagger dann als solches, der das weiterhin Spaß machen? Also wenn jetzt die Serie fortgesetzt wird, wer könntest du das gut weiter vorstellen? Ja, natürlich. Einmal koche selber gern und backern und wer natürlich daran interessiert, wer nicht, der würde ja liegen, wenn ich sage, das wäre kein Erfolg, wenn es weiterging. Und deshalb hoffen wir, dass man möglichst viel Zuschauer und dass es Quote gibt, weil das ist ja sehr abhängig von Quote und auch von Zuschriften. Und bin ja auch gespannt auf die neue Messungen, wo sie jetzt ja dreifach messet, gell, nicht mehr so nur die Einschaltquote am Abend, sondern auch wer Video und dann wer über Internet abruft und mal völlig eine neue Geschichte mal sehr. Genau, das sind viele Argumente, wo da zusammenkommen dann. Ja, klar. Und es hängt natürlich auch von der Sendezeit ab, also wann es kennen wird. Genau. Wenn es nachts um 10:30 oder so kommt, kann man es auch vergessen. Also man hängt schon ein bisschen von der Gunst vom Sender ab, ganz klar. Ja. Ja. Du hast ja, wie gesagt, die Hauptrolle des Walter Leibli. Ja. Haben auch schon gedreht, ja, in der Backstube im Laden selber. Ja. Und da hast du eigentlich da immer schon ganze Versuchungen da gehabt, an deine süße Stickler vorbeizukommen. Also, das gibt zweierlei. Die dort, die in der Kühltruhe sind aus Kunststoff. Da kann ich mich beherrschen. Aber es war das Tolle. Mit der Gertrud, die Nachbarin vom Klickli, die isst gern Schwarzwälder Kirschtorte. Und jetzt hat sie Allergie gegen irgendeinen Stoff, ich weiß nicht gegen was. Und dann, wenn man spielt, das tut man öfters drehen, gebe ich immer so ein Stückchen Schwarzwälder Kirschtorte aus. Und dann isst sie unter vom Dunkler, vom Boden weg. Und ich, wenn es meine Frau jetzt sieht, dann esse ich immer voll die Sahne, weil ich es gern süß. Man sieht mir das nicht. Aber ich bin ein Süßer. Also, ja, muss ich schon zugeben. Es ist schon ein Traum, die Rolle. Gell? Okay. Von dem her. Gut, jetzt sind wir hier in Dettingen. Was passiert hier noch grob? Was wird sich jetzt da von der Szene abspielen? Es wird sich ein Unfall ereignen, den fast zusammenstoß mit meinem Rivalen Frisch, gell? Ich vermute, er hat es absichtlich herbeigeführt und die ganze Ladung, hochauftürmter Ladung, wo ich nicht zur Sonnenwindfeier fahren will, wo ich meine ganze Tagesproduktion drauf hat, die kippt um und fällt in den Bach runter. Und ja, das ist ein Stand und da hoffen wir, dass wir den herbringen. Aber er treibt mich immer wieder an der Rand der Verzweiflung. Ich bin natürlich auch daran interessiert, ab und zu mal wieder was auswischen. Aber es ist immer so ein bisschen hin und her geben und immer wie beim Boxkampf. Aber halt, tut nicht so weh, nur finanziell. Hör auf zu, bitte! Hör zu! Achtung und bitte! Meine Güte! Ist klar. Nie wieder. Wie fahren schon diese Rade, wie sie backen? Das ist eine Unverschämtheit, das war doch reine Absicht von Ihnen. Da unten spielt meine ganze Tagesproduktion.
Zu viel werden wir jetzt natürlich noch nicht verraten, denn die Leute und die Zuschauer sollten natürlich die Folgen angucken. Ja, klar. Zu sehen, grob, glaube ich, zum Jahreswechsel, was der Produzent schon mal erwähnt hat. Ja, ich denke, ich habe das einmal im Fernsehen gesehen, wo in Kultur der Beitrag kam. Und da ist das Weihnachten gesprochen worden. Und das wäre natürlich ein Traum, sehen die Termin, gut. Weil da in Leitferien und gucken sie auch. Und ich hoffe, ich denke, die schwäbische Sprache geht nach innen, dass das die Leute doch mehr berührt wie Hochdeutsch oder amerikanische Serie. Kein Qualitätsurteil, nur ich denke, was Mundart ist, was Schwäbisch, das geht nach innen und berührt die Leute. Doch viel mehr, denke ich mal. Ja. So geht es mir jedenfalls. Ja. Wenn ich im Ausland bin und im Urlaub und komme auf den Flughafen und höre meine schwäbische Lautwidrigkeit jeden umarmen. Weil so, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich glaube, das tut wirklich jedem gut, egal ob es jetzt schwäbisch ist oder bayerisch oder sonst wo. Denke mal, Heimat, sollte man sich schon wieder dran zurückbesinnen. Dann wünsche ich dir wiederum, lieber Winnie, hier am Set nochmal alles Gute. Ja, vielen Dank. Und drückt die Daumen, dass ihr da auf alle Fälle gute Quoten habt. Ich liebe und die Serie eine Fortsetzung findet. Danke, ja. Heute Morgen haben wir ja noch mit Wasserbüffel gedreht. Das war sehr viel gefährlicher, weil die Gefahr, dass er durchdreht und wegrennt und die Hände in meinem Kabinenroller wird abgeschleppt. Das war, es ist alles gut gegangen. Und so denke ich, dass auch der Schutzengel weiter über der ganzen Serie liegt, dass er uns hilft, dass alles gut gegangen und keine Unfälle gibt. Alles klar. Dankeschön. Ich danke auch. Ja, alles Gute. Okay, dann sehen wir uns dann wieder bei einer weiteren Folge von Promi-Geflüster.